Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, herzlich willkommen zum außerordentlichen Bundesparteitag der Freien Demokraten hier in Berlin. Ich begrüße ganz herzlich alle Delegierten zu Hause am Bildschirm. Ich begrüße vor allem die vielen ehrenamtlichen Mitglieder, die in den letzten Monaten für uns und mit uns gemeinsam Wahlkampf gemacht haben und einen Wahlerfolg erkämpft haben. Und ich begrüße die erfolgreichen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in Berlin mit Sebastian Chaya an der Spitze und Mecklenburg-Vorpommern mit René Domke an der Spitze. Herzlichen Glückwunsch zum Wiedereinzug in den Landtag, liebe Freundinnen und Freunde. Ich begrüße ganz besonders unsere vier designierten Bundesminister der Freien Demokraten, unser Kernverhandlungsteam, was die Koalitionsverhandlungen geführt hat. Christian Lindner, Volker Wissing, Marco Buschmann und Bettina Stark-Watzinger. Schön, dass ihr da seid. Ein kräftiger Applaus für euch vier. Ich begrüße zu Hause an den Bildschirmen vor allem auch diejenigen Delegierten und Delegierten und Mitglieder, die jetzt noch Wahlkämpfe vor sich haben. Unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer im Saarland, an der Spitze ihr Landesvorsitzender, unser Freund Olli Luksic, der Landesverband Schleswig-Holstein, an der Spitze der Spitzenkandidat Bernd Buchholz, der Landesverband Nordrhein-Westfalen, an der Spitze mein Landesvorsitzender Joachim Stamp und die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in Niedersachsen, an der Spitze der designierte Spitzenkandidat Stefan Bürkner. Euch ganz viel Erfolg in den nächsten Monaten. Ein kräftiger Applaus. Und ich begrüße natürlich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Schön, dass Sie da sind und heute über unseren Parteitag hier berichten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe zuletzt oft an den Herbst 2014 gedacht. Das war ein kalter Herbst. Ich persönlich war viele Abende ehrenamtlich in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Von Leitbildveranstaltung zu Leitbildveranstaltung. Von Kreisverband zu Kreisverband. Und vielen von euch wird es ähnlich gehen, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, was ihr in den letzten Jahren getan habt, auf dem Weg, wo die Freien Demokraten zurück in Verantwortung kommen. Im Rahmen des Erneuerungsprozesses, als diejenigen, die in den letzten Jahren zu uns gestoßen sind, weil sie an die erneuerten Freien Demokraten glauben, oder als ganz frisch zu uns gekommene sind, die dieses Jahr ins Team gekommen sind, weil sie spüren, dass nicht nur die Freien Demokraten Erneuerung brauchten, sondern dass jetzt auch unser Land Erneuerung braucht, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, der Koalitionsvertrag, über den wir heute abstimmen, weswegen wir hier zum Parteitag zusammengekommen sind, der mutet allen etwas zu, auch uns. Aber Fortschritt aus der Mitte heraus entsteht eben nur, wenn man über sich hinauswächst, auch einen Schritt nach vorne und auf andere zugeht, liebe Freundinnen und Freunde. Und Fortschritt brauchen wir, weil es die letzten Jahre in Deutschland zu viel kleinsten gemeinsamen Nenner, zu viel nur Fahren auf Sicht gab und wir bei den Megatrends der Digitalisierung, der Dekarbonisierung und der Demografie zu wenig erreicht haben und zu schlecht dastehen. Und deshalb stimmen wir heute über einen Koalitionsvertrag ab, der sich zum Beispiel vornimmt, eine bessere Klimaschutzpolitik zu betreiben, der ein Digitalministerium schafft und der durch die Wiedereinführung des Nachholfaktors und den Einstieg in die Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente mit einer Aktienrente die erste systemische Veränderung seit 1957 die Tür aufstößt zu einer enkelfitten Rente. Und das finde ich großartig, liebe Freundinnen und Freunde. Aber was wir uns als neue Koalition, wenn Sie und ihr heute zustimmt, vorgenommen haben, das geht weit darüber hinaus. Was wir vorhaben, das ist nicht weniger als die größte gesellschaftliche Liberalisierung seit den 90ern, vielleicht seit den 70er Jahren. Endlich moderne Regeln für moderne Familien. Endlich Verantwortungsgemeinschaften. Endlich legalize it. Gerade die Judis haben sehr dafür gekämpft. Moderne Staatsbürgerschaftsrecht und ein modernes Einwanderungsrecht mit Punktesystem nach kanadischem Vorbild, damit auch die nächsten Özlem Türecis und Uğur Şahins Teil der Deutschen, Teil unserer Gesellschaft werden. Liebe Freundinnen und Freunde, aber was ich in den letzten Tagen und Wochen bemerkenswert fand, ist, dass mich auch konservative Mittelständler aus meinem Wahlkreis im Wahlkampf, aus meinem Wahlkreis im Sauerland angesprochen haben und mir gegenüber von Aufbruch
durch diesen Koalitionsvertrag gesprochen haben. Weil für Unternehmerinnen und Unternehmer viel erreicht worden ist. Weil einige unserer wichtigsten Unternehmer in unserem Land sagen, dass dieser Koalitionsvertrag besser ist als der letzte unter Beteiligung von CDU und CSU. Und weil sie wertschätzen, dass im Stil auch Vertrautheit und Vertraulichkeit bei diesen Koalitionsverhandlungen gewahrt wurde. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen keine CSU-Schmutzeleien. Wir brauchen keinen Handy-Live-Ticker aus Sitzungen in unserem Land. Was wir brauchen, ist die Verbindung von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Freiheit. Und dafür stehen wir Freie Demokraten und darauf bin ich stolz. Wenn ich aber darüber nachdenke, wenn ich das so sagen darf, wo mein persönliches Herz hüpft, wenn ich nachher über den Koalitionsvertrag abstimme, dann ist es noch etwas anderes. Dann ist es nämlich, was wir uns vorgenommen haben, für Chancengerechtigkeit in diesem Land zu erreichen. Von bundesweiten Talentschulen bis hin zur Sozialpolitik. Als ich das letzte Mal hier auf einem digitalen Parteitag gesprochen habe, da habe ich berichtet von Freundinnen und Freunden, deren Eltern auf Hartz IV angewiesen sind und die schon von ihrem Schüler-Minijob nur einen Bruchteil behalten dürfen, anders als ihre Freundinnen und Freunde, deren Eltern nicht in schwieriger Lage sind. Ich habe darüber gesprochen, was das in den Köpfen dieser jungen Menschen macht in unserem Land, wenn man schon bei der fundamentalen Erfahrung des ersten selbstverdienten Geldes erfährt, dass erschüttert wird der Glaube daran, dass in unserem Land Anstrengung zählt, nicht Herkunft. Und diese fundamentale Ungerechtigkeit, dieser Makel für Chancengerechtigkeit und Aufstiegsversprechen, auch diesen wollen wir endlich abschaffen in diesem Land mit diesem Koalitionsvertrag. Und das ist großartig, liebe Freundinnen und Freunde. Die Ära Merkel, die endet und wir haben ein neues Parteiensystem. Wir sind dabei, die erste Koalition aus drei Fraktionen im Deutschen Bundestag seit circa und mehr als 60 Jahren zu schaffen. Es wird auch das erste Mal eine Bundesregierung geben, wo die beiden kleineren Partner zusammen mehr Stimmen im Deutschen Bundestag haben als der größere. Das alleine ist schon ein Schritt ins Offene. Und gleichzeitig, das muss man auch sagen, ist diese Regierungsübernahme mitten in der wahrscheinlich schwersten Krise, die die meisten heute in Deutschland Lebenden, mit Ausnahme vielleicht der Kriegsgeneration, erlebt haben, wohl die komplexeste Regierungsübernahme in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Verantwortung, gerade in solchen Zeiten zu übernehmen, das ist nicht leicht. Verantwortung, das heißt, dass man keinen Problemen ausweichen kann, dass man gezwungen ist, Kompromisse zu machen und permanent dazuzulernen. Aber Verantwortung ist die Voraussetzung, um Fortschritt zu gestalten. Und deshalb engagieren wir uns doch bei den Freien Demokraten. Deshalb machen wir doch überhaupt Politik. Und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt Verantwortung übernehmen, liebe Freundinnen und Freunde. Und diese Verantwortung, die übernimmt in erster Linie unser Team in den Ministerien. Unsere vier in der ersten Reihe, wenn sie heute dem Koalitionsvertrag zustimmen. Aber auch dahinter brauchen wir und haben wir eine starke liberale Bundestagsfraktion und eine starke Parteiorganisation. Alle drei zusammen, wir alle zusammen. Wir müssen Fortschritt tragen, Fortschritt treiben und auch Fortschritt in den nächsten Jahren immer wieder programmatisch weiterdenken. Und ich bin ganz sicher, wenn wir das gemeinsam tun, wenn wir dabei an einem Strang ziehen, wenn wir offen sind, zuhören und weiter Lust haben auf die Debatten unserer Zeit, dann werden wir nicht nur Deutschland erneuern können, sondern dann werden wir auch weiter noch viel mehr Menschen für uns Freie Demokraten begeistern können. Und das ist auch die beste Grundlage für die nächsten vier Jahre und die dann wieder folgende Bundestagswahl. In diesem Sinne fangen wir heute an. Ich erkläre den außerordentlichen Bundesparteitag der Freien Demokraten für eröffnet.